Hallöchen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Vorhin habt ihr mich ja schon gesehen in Osnabrück, da fahre ich bei Peter Pane und habe mir einen Burger gegönnt, einen vegan. Und zwar die Panflöte für alle, die vegan sind, mal bitte probieren, mega lecker. Und jetzt bin ich mit der, ich sehe gar nichts, komm nicht zu nahe, yo. Bin ich mit Tabi gerade unterwegs, also was heißt unterwegs, wir haben uns hier gerade am Parkplatz getroffen und gehen jetzt Shishan. War ich ja auch nicht erst Montag. Ich war Montag Shisha und nicht Sonntag. Hab ich Sonntag gesagt? Ja, du hast Sonntag gesagt. Glaube ich jedenfalls. Okay. Hups. Lebensgefährlich. Ja, genau. Und heute ist so schönes Wetter, dass ich endlich nicht, wieso Kleid tragen kann. Nicht, ja, kannst du es bitte da drin vielleicht versuchen und nicht jetzt hier 100 Jahre rumstehen? Ich werde braun. Das geht nicht, das müssen wir vermeiden. Ich bin eh schon braun geworden, seit wir im Freibad waren. Guck mich mal an, ey. Ich bin Neger. Für meine Verhältnisse. So, hallo zusammen. Heute ist Freitag, der 6.7. glaube ich. Meine Haare. Gestern hatte ich bei der Kosmetikschule meine Zwischenprüfung. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, hoffe ich zumindest. Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl, als ich am Ende raus war. Also nicht perfekt, aber es war ganz gut, glaube ich. Genau. Und heute war ich vorher nach der Arbeit beim Nageltermin. Ich habe neue Gelnägel. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das hier in der Kamera rüberkommt, aber die sind neonpink. Ich hatte das letzte Mal ja, beziehungsweise die beiden letzten Mal eher echt was Schlichtes. Und jetzt habe ich so ein bisschen was Knalligeres für den Sommer. Finde ich echt cool. Das haben wir mattiert. Weil matt finde ich das irgendwie noch geiler, das Pink. Ja, genau. Hier seht ihr nochmal das Tattoo. Das ist gut. Es ist jetzt schon so ebenmäßig, also es ist keine Kruste mehr dran. Es ist jetzt glatt mit der Haut, schließt das ab, das ist perfekt. Genau. Das wollte ich, glaube ich, nur sagen. Jetzt gerade bin ich auf dem Parkplatz. Ich warte auf Julian und Ann-Christine, weil wir in Bielefeld jetzt Lasertag spielen, in der Laserzone Bielefeld. Weil wir waren hier mal einmal und man kriegt hier, wenn man Geburtstag hat, kriegt man 3 Spiele gratis und ich hatte Geburtstag, Ann-Christine hatte Geburtstag, das passt ganz gut. Deswegen gehen wir jetzt ein paar 3 Spiele spielen, dann ist das für uns umsonst. Besser geht's nicht. Genau, das ist der Plan für heute. Da kann ich euch natürlich schlecht mitnehmen, weil ich gleich, die Kamera lasse ich direkt wahrscheinlich im Auto. Ich kann da drin, ich kann die Kamera halt nicht mitnehmen, ne? Ich muss hier die Laserpistole da halten. Ist ein bisschen schlecht, leider Gottes. Ich kann auch mein Handy da nicht mit reinnehmen, gar nichts, ein bisschen doof. Jo. Was kann ich noch sagen? Sonst passiert heute, glaube ich, nichts Spannendes mehr. Aber morgen nehme ich euch mit. Da geht es nämlich für mich in den Safari-Park Stukenbrock. Ist ja hier auch Bielefeld-Paderborn so in der Richtung. Ist von mir zu Hause, sage ich mal, 45 Minuten, eine Stunde weit entfernt. Und da fahre ich morgen mit Jana hin. Da kommen die alten Uschis schon. Da fahre ich morgen mit Jana hin und ja, genau. Ich nehme euch da natürlich mit, weil das wird sehr interessant. So, wir sind fertig mit Spielen. Ich war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Es war super heiß. Ich schwitze gerade ohne Ende. Also wirklich, es ist so heiß. Und jetzt sind wir gerade bei Subway. Hi, Jana. Und ich gönne mir so ein richtig geiles, veganes Sandwich. Yay. Ja, mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Ich bin so richtig motiviert gerade am Vloggen. So, yay. Ja, geil. Mann, ich gönne mir jetzt. So, es ist soweit. Heute ist Safari-Park-Tag. ich stehe gerade bei Jana. Und hoffe, dass sie jetzt gleich rauskommt. Sie ist wieder so typisch. Jana ist immer zu spät. Und gerade kam sie auf den Balkon und ist auf Zähneputzen. Sie so, ich komme gleich, ich komme gleich. Ich sehe, so, yo. Kenne ich ja nicht anders, ne?
Ich hoffe, sie ist ready. Und dann habe ich überlegt, weil die Scheiben sind so voll dreckig. Und ich würde gerne ja ein bisschen filmen, auch gleich, wenn man da durchfährt, durch die Tiergehege da. Und ich glaube, ich habe keinen Wischwascher. Wischwasser mehr drin. Deswegen dachte ich, halte ich jetzt gleich, glaube ich, kurz an der Tankstelle und mache damit einmal kurz sauber. Auch an den Seiten. Damit man gleich besser filmen kann und auch Fotos machen kann. Genau, ich glaube, das werde ich jetzt als erstes machen und dann geht's gleich los zum Safari-Park. Ich freue mich, aber ich bin voll müde. Bin ich gestern sofort ins Bett gegangen? Ich glaube schon, als ich nach Hause kam, war ich sofort im Bett. Also ich glaube, weiß nicht, wie viel Uhr das war, 11? 11, halb 12 war ich auf jeden Fall im Bett, glaube ich. Und ja, eben bin ich aufgestanden um 7:30 ungefähr. 7:45, 7:30, irgendwie so um den Dreh. Und meine Katze hat mich übelst genervt. Ich hoffe, sie kommt jetzt klar, dass sie wieder alleine ist. Aber ja. Und morgen habe ich dann noch einmal einen chilligen Tag, beziehungsweise muss Koffer packen, weil ich nach München fahre. Ich habe das nächste Betriebsratsseminar zur Schriftführerin. Und da muss ich mal noch meine Koffer packen, weil das ist in München. Und ich muss noch einiges einpacken, vor allem, weil ich das Wochenende halt noch in Nürnberg bleibe, weil da halt meine Freundin wohnt. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Genau. Ich versuche mir gerade so ein bisschen die Zeit hier zu vertrödeln, bis Anna kommt. Anna. Jetzt sage ich schon Anna. Bis Jana kommt. Aber irgendwie, da kommt sie. Sie kommt. Hehe. Hast du einen Rucksack mit? Ist ja clever. Ich habe meine Michael Kors da schon mit. Das ist voll dumm. So, mal kurzes Update. Da seht ihr sie flitzen. Wir wollten gerade losfahren. Ich habe gerade das Auto gestartet. Dann dachte ich noch so, ja, was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ging es um die Tickets, weil sie so, ja, die haben so lange jetzt beim Drucken gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja. Also hast du die schon vorher ausgedruckt? Sie so, ja. Und dann auf einmal, oh, ich habe die vergessen, ich habe die noch nicht eingepackt. Ja, jetzt hat sie sie. Jetzt kann es losgehen. Los geht's! Du bist einfach immer drauf mit der Kamera, immer. So, Jana, erzähl doch! Okay. Boah, also früher war das voll, hat das voll Laune gemacht irgendwie, aber. Wird das noch schneller? Oh mein Gott! Fertig, lass die Kamera gleich fallen. Wow! Wow! Oh Gott! Erstmal direkt Panik kriegen, sobald irgendwas komisch ist. Ey, es wird voll schnell, Jana, ich sag, das ist voll geil. Wie ist das gerade passiert? Hast du das oder konntest du mal wieder ich oben, Mann?
Ich weiß nicht. Ich hatte gerade kurz einen Schock. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich habe Höhenangst, muss ich dazu sagen. Au! Okay, das ist immer die eine Stelle hier, okay. Hier passieren Dinge, die mir Angst machen. Ich bin ein kleiner Schisser. Also, Jana! Also, eigentlich habe ich nur ein bisschen... Ah, Jana! Habe ich nur ein bisschen Höhenangst. Aber ist schon zu Ende. Nee. Also, wir saßen gerade, ich bin gerade erst reingesetzt und bin immer fertig mit Quatschen hier, meine Güte. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Sorry, bra. Okay, echt jetzt? Glaube ich nicht. Ich glaube, das war das nächste. Ja, das wäre voll dämlich. Nee, das wäre voll dämlich, weil noch nicht mal einer ansteht. Hätten die auch mal ein bisschen länger machen können. Ne? Wir schützen ab. Die Ballonfahrt hat ein Ende. Ja, war voll nice, ey. Kann ich nur empfehlen, ne? Also alle hierher. Hashtag Werbung. Guck mal, hier war alles Spaß, hörst du? Ich hab ja auch. Au, du stehst an meinem Fuß. Hi ihr Lieben, ich setze meinen Wochenvlog hier fort. Heute ist schon Mittwoch, meine ich. Und ich habe es nicht geschafft, den letzten Wochenvlog Dienstag hochzuladen, weil ich Montag schon auf dem Seminar losgefahren bin. Dann habe ich es nicht geschafft. Deswegen habe ich gedacht, setze ich den Wochenvlog weiter fort. Dann wird er ein bisschen länger und kommt dann eine Woche später, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich bin gerade auf Seminar. Ich mache wieder ein Betriebsratsseminar zur Schriftführerin und bin jetzt gerade in München. Und ja, heute dachte ich mal, melde ich mich, weil mir gerade langweilig ist. Ich sitze gerade im Bett und gucke Fußball. England gegen Kroatien. Genau, ich hoffe eigentlich für Kroatien, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass England gewinnt. Also von daher, genau. Und ja, wie gesagt, ich bin auf dem Seminar hier. Das ist ganz cool, ist ja auch schon fast wieder vorbei. Und ich kann euch mal ganz kurz das Hotel so grob. Ich mache jetzt keine Roomtour, aber ich zeige euch das mal so. Ich habe gerade nicht aufgeräumt. Hier ist meine ganze Schminke. Das ist mein Koffer. Und so. Ist echt super groß. Weiß nicht, ob es jetzt so rüberkommt. Das Bad ist auch schön. Mit einer Badewanne. Also für mich perfekt. Genau. Und ja, ich hatte mich heute gewundert. Ich wusste das gar nicht. Ich bin hier vorhin in München lang gegangen. Also an unserem Hotel. Und da war
überall standen Autos. Also Polizeiautos, nicht Autos, sondern Polizeiautos. Und Polizisten überall, so richtig viele. Und ich bin da so lang gegangen. Ich komme immer so beobachtet vor, wenn ich an Polizisten vorbeigehe, weil ich irgendwie immer, kennt ihr das? Sind vielleicht noch welche so wie ich? Ich kenne das von anderen Leuten auch. Dass wenn zum Beispiel so Polizisten kommen, dann hat man immer Angst, dass man irgendwas falsch macht, wisst ihr? Und das habe ich eigentlich am meisten beim Autofahren. Aber ich habe mich schon beobachtet gefühlt, als ich da lang gegangen bin, weil die mich alle so angeguckt haben. Und ich fand das ganz schrecklich. Naja, auf jeden Fall so viele Polizisten hier in unserem Hotel. Und ich war halt verwirrt. Da hinten war dann irgendwas wie so eine Demo, aber ich habe nicht begriffen, worum es ging. Weil ich da in die andere Richtung gegangen bin, nicht die Richtung zur Demo. Genau, jetzt eben habe ich es gemerkt, also beziehungsweise gehört. Und ja, und zwar war es genau neben unserem Hotel das Gericht. Und da wurde der Fall von Beate Zschäpe verhandelt. Die hat jetzt lebenslänglich gekriegt. Ja, auf jeden Fall deswegen. Weil das wirklich Luft, also das ist nur einmal quer über die Straße, da ist das Gericht, also direkt eigentlich neben dem Hotel. Und das erklärt natürlich die ganzen Polizisten, die da waren. Weil es waren wirklich sehr viele. So viele habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen. Genau. Ja, mehr habe ich auch eigentlich nicht zu erzählen. Morgen werde ich hoffentlich, denke ich mal, ein bisschen filmen. Kann ich aber nicht versprechen, aber dieses Wochenende wollte ich eh filmen, weil ich habe es halt ganz passend gelegt, dass ich jetzt in München bin mit dem Seminar. Es bezahlt ja alles die Firma. Und meine Freundin Jacqueline, die wohnt in Nürnberg und ist natürlich perfekt, ne? Dann kann ich da kann ich mit dem Zug nach Nürnberg fahren und dann kommen Juliane und Ann-Christine noch runtergefahren. Die nehme ich dann am Sonntag also wieder mit nach oben. Und ja, das ist der Plan und dann haben wir hoffentlich ein schönes Wochenende noch. Wird bestimmt ganz nett. Aber ich nehme euch dann wieder mit. Ich wollte euch nur kurz mal eben Bescheid geben. Und jetzt gucke ich weiter Fußball und gucke ein paar YouTube-Videos. Mal schauen. Hi zusammen, ich bin jetzt aus München raus vom Seminar. Seminar an sich war ganz, soweit ganz gut. Es gab schön veganes Essen, das war sehr, sehr toll. Und jetzt bin ich in Nürnberg bei Jacqueline. Genau. Und wir waren gerade im Escape Room und zwar Saw, ne? Ihr wisst ja Bescheid, alle, die mich kennen, wissen ja, wie sehr ich das mag. Und Ann-Christine hatte eigentlich voll Schiss, die wollte nicht mit uns reingehen, weil sie keine Horrorfilme mag. Aber ich bin dran geblieben, weil ich wusste, es ist Quatsch. Und jetzt waren wir da drin und es war halt super cool. Wir wurden das so, also ich will nicht so viel verraten, als in Nürnberg halt. Und es ist sehr cool. Also sehr gut gemacht. Wir haben es Gott sei Dank geschafft und wir hatten auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Also war top. Genau, 8 Minuten hatten wir doch über. Also nur zu empfehlen, wenn ihr mal in Nürnberg seid, dann geht da rein. Und wenn ihr Saw mögt, aber auch wenn ihr nicht Saw mögt, ist gut. Ist sehr gut. So, und jetzt gehen wir Burger essen. Bin ich mal gespannt. Nie gefragt. Anders. Der schmeckt halt komplett nicht wie Fleisch. Darf ich? Beste ist sowieso ein Roadhouse einer. Ja, aber den ich kenne von Peter Pan, der ist halt richtig geil. Wir haben einige winzige Keller, die nicht angeschlossen sind an dieses System und zwei größere davon, der Spielkeller, das war ein Werbungsbunker. Da ging es nur um Kunstschätze und Kirchentänzer, die Figuren vom schönen Brunnen, das Männerleuten, alles von dem man wollte, dass es eben nicht durch die Bomben zerstört wird. Und das zweite, das ist der Äppelanschnall, den hat die SS getragen. Je mehr man davon einhat, desto weniger stört. Ja. Das glaube ich ja.
Ja, der ist ein bisschen härter. Ja. Hallo ihr Lieben, wir sind gerade in Nürnberg am Rumlatschen, weil Jacqueline mich zwingt, ganz weit zu gehen. Und schöne Bilder für dich machen. Und ich der faulste Mensch auf Erden. Nein, ich bin nicht der faulste Mensch auf Erden, aber ich kriege sehr schnell Fußschmerzen, muss ich sagen. Ne? Immer wenn ich viel gehe. Nein, das stimmt nicht. Aber jetzt auf dem Seminar waren wir auch immer so viel am Latschen dann abends. Und ich kriege dann echt immer schnell so Fußschmerzen. Kennt ihr das vielleicht? Weiß ich auch nicht. Da bin ich immer sehr empfindlich und dann den nächsten Tag kriege ich dann super schnell wieder Fußschmerz, versteht ihr? Und das habe ich nämlich auch, wenn ich joggen gehe. Deswegen joggen ist nicht für mich. Wenn ich joggen gehe, dann kriege ich irgendwelche Probleme im Fuß immer. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber es tut halt übelst an mir, dann kann ich nicht mehr laufen. Das ist ein bisschen kacke. Das habe ich auch, wenn ich im Laufband bin, richtig kacke. Kann ich auch nicht machen, deswegen kann ich nur aufs Rad. Oder, wie heißt das andere? Ich habe vergessen, Rudergerät, ja, oder Stepper. Das geht, aber zum Beispiel auf dem Laufband irgendwie, beim Laufen... Immer mein rechter Fuß, ich weiß es auch nicht. Ja, jetzt gucken wir hier mal, wir machen gleich ein paar Fotos. Die seht ihr auf, bestimmt schon auf Instagram. Wenn was Gutes bei rumgekommen ist, wer weiß. Ja, und jetzt latschen wir ein bisschen lang. Wir haben eben besprochen, was wir heute Abend essen wollen. Und wahrscheinlich, vielleicht machen wir heute Abend Sushi, weil Sushi ist geil. Und jetzt sind wir, ja, irgendwo, mal gucken.